Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Skyrim Legendary Edition Enderal. So, und ja, heute machen wir mal wirklich die saure Rache. Sage ich mal, wir werden ein Fass Wein oder Bier oder was auch immer gegen ein Fass Essig austauschen. Bäh. Und wenn ich mich frage, man muss das doch riechen können. Aber dann gut. Das, wahrscheinlich eher so die irrelevanten Fragen. So. Hier ist der Friedhof. Hallo, hallo. Niemand ahnt, was wir vorhaben. So viel zu tun. Aber endlich. So viel. Ja, brauche ich aber ein bisschen. Diese Stadt ist halt doch echt riesig. Aber wenn ich sage, dass die das auch hinbekommen hätten als ein Haus, also ein Gebiet quasi und nicht so alles in diese Teilgebiete hätten zu teilen müssen. So, Ark zum fetten Leoren. Tag, Tag, Tag. War ich hier so schon mal drin? Na, das ist doch schön. Was? Ja? Ich weiß, ich war hier noch nie. Na, da ist ja jemand direkt. Die meisten Leute trauen sich gar nicht zu fragen. Ich bin Halbkyraner, wie ihr euch sicherlich schon gedacht habt. Aber ich bin hier aufgewachsen. Und ihr? Ihr habt auch etwas Fremdländisches an euch, wenn ich das so sagen darf. Ja, dürft ihr. Ich bin Neremese, kürzlich hier angelegt. Ah, Nerim. Sieht man hier nicht gerade häufig die Tage? Ich würde ja fragen, was euch hierher verschlagen hat, aber leider zieht mir der ehrenwerte Wirt dort drüben jede Minute, die ich nicht spiele, von meiner Bezahlung ab. Andermal vielleicht, in Ordnung? In Ordnung. Malfas zum Gruß. Mhm, wir sehen uns. Oh, noch eine Frau Wittgen. Ach, einerlei. Was ist? Ach, ihr seid doch aus Kyra, nicht wahr? Eure Haut, sie ist, naja, anders. Meine Mutter, ja. Aufgewachsen bin ich aber auf Nerim. Nein, warum fragt ihr? Nichts Schlimmes, keine Sorge. Ich bin einfach nur neugierig. Mhm. Ja, meine Mutter. Nerim. Verstehe. Aber trotzdem, eure Mutter muss euch eine ganze Menge über ihr Heimatland erzählt haben. Ist es wahr, dass ein Kind auf Kyra mindestens 5 Väter und 4 Mütter hat? Das hat ein alter Matrose mal erzählt. Das hatten wir schon mal. Im Zirk, glaube ich gern. Naja. Hab Dank für eure Zeit. Ich muss nun weiter. Schreitet wohl. Ich hatte dieses Gespräch halt schon mal. Ziemlich sicher. Oh, wie gut. Hoch geht's denn hier noch hoch? Verschlossene Türen, alles. Heute Met im Angebot. Okay. Ja, ist ja auch Metzeil. Wer kennt ihn nicht? Hm. Wo habe ich das denn hingepackt? So, jetzt sieht es natürlich komplizierter.
verlor sein Leben, schau dabei, seither und interagieren mit was. Die Wartieren gut, die schöne Welt verpasst. Perfekt. Was? Wer seid ihr? Und was habt ihr mit dem schönen Fass gemacht? Erwischt. Das finde ich aber nicht nett von euch, was ihr hier macht. Aber ich glaube, heute ist euer Glückstag. Für 50 Groschen vergesse ich, was ich hier gesehen habe. Angreifen, falscher Ort. Nein, ich gehe da mal. Was? Das ist aber nicht nett von euch, gar nicht. Ihr werdet schon sehen. Heute was denn? Fluch, ja, einfach nur. Das ist schon, der ist besoffen, den glaubt keiner. Ich hätte übrigens gern Miet. So, ich glaube irgendwann noch eine Kartoffel. Sind die Besten, die Kartoffeln klauen. So. Ist das schön. Rache ist sauer. Boah, so ein Essig trinken. Boah. Muss ekelhaft sein. Wenn so Dressing, ne, geht ja, ne, mit Essig. Ne. Aber tatsächlich kann man Essig gut zum Putzen von Schuhen nutzen. Also Lederschuhen. Würde ich mal nur gesagt haben. Kann ich ja gar nicht lang. Das ist natürlich blöd. Na. Ihr seid nicht von hier, oder? Ich habe gehört, wie ihr geredet habt. Ja. Okay, läuft. Ja, da pfeifen sie die Hölle heiß. Hm? So. Scheint hier schon zu sorgen. Ah, ja, ich erkenne das Gebäude wieder. Ja, natürlich. Hallo, hallo, hallo. Ich hoffe, ich kriege auch was Vernünftiges als Dank. Ich habe das Fass ausgetauscht. Ausgezeichnet. Ich bin mal gespannt, was der Wirt des Leoren nach diesem Abend über den Flussheimer Honigwein denkt. Hier ist eure Belohnung. 40 Groschen auf die Hand und einen Beteiligungsschein für die Bank. Das sollte euch motivieren, auch langfristig Stillschweigen über unsere Zusammenarbeit zu bewahren. Es gab einen kleinen Zwischenfall und die ganze Sache hat mich 50 Groschen gekostet. Solltet ihr euch an den Kosten beteiligen. Seid kein Geizhals. Ihr habt, was ihr wolltet. Und das sind ein paar Groschen mehr, oder? Wer den Groschen nicht ehrt, ist des Talers nicht wert. Tut mir leid, aber das ist mein letztes Wort. Na schön. Sprecht mit Samael Silrin bei Silrin und Freunde. Er wird den Schein für euch einlösen. Nun schreitet wohl, ich habe zu tun. Unfassbar. Beteiligungsschreiben. Mann, oh Mann. Die Aktiengesellschaft. Mal fast zum Gruß. Aber es gibt ja immer wieder ein paar Bierbrauereien, die auf Aktiengesellschaften fußen, ne? So ist das ja nicht. Anhäuser Bosch. Ne? Zum Beispiel.
Ja. Ich wollte... Was habe ich im Inventar eigentlich an Büchern? Gar keine, ne? Ja, Beteiligung schreiben. Ne, Beteiligung kann in der Bank hinterlegt werden. Ich kriege 6 Groschen jeden Tag. Gut. Mal fast zum Gruß. Wo ist die Bank? Ich glaube auf dem Marktplatz, oder? Ich glaube. Ich bin mir nicht sicher. Hört meine Worte. Ja. Schreitet wohl. Wo war denn die Bank? Ist das das Zeichen für die Bank? Das sieht gut aus. So. Hallo. Schreitet wohl, Madame. Wie kann euch Silrin und Freunde heute zu Diensten sein? Diese ganzen Textdialoge noch nicht. Naja. Ja. Mhm. Ich möchte nichts abgeben. Seid vorsichtig mit eurem Geld. Hier ist es sicher. Bei euch nicht. Ja. So, zeigt mal her. Gut, das sieht doch halbwegs dienlich aus. Wir werden eure Beteiligung dann mit euren Zinsen adäquat verrechnen. Mhm. Okay. Natürlich. Was? Ich hätte nicht gerne Baupläne für solche Dinger, sondern komplette Häuser. Besitzurkunde. Ach, da. Wie viel habe ich denn überhaupt? 1200. Kleines Haus kann ich kaufen. Ja, 6000 kostet das große. Ja. Schreitet wohl. Vergesst. So, was für ein Haus soll ich kaufen? Die Besitzurkunde für ein Haus. Ja, dann nehme ich direkt wieder das große. Bei Silrin und Freunde ist euer Geld. Wenn sicher. Dann direkt. Überaus sicher. Glaubt mir. So. Ich habe 1200 Groschen. Ich möchte gerne was einzahlen. Natürlich. Ich meine, ich brauche. Nicht so. Eine kluge Entscheidung. Natürlich. Nicht so viel. Eine kluge Entscheidung. So, was habe ich denn für einen Zinssatz? Wie? Natürlich. Durch Zinsen, durch Anteile, maximal Zinssatz. Ich habe also jetzt zurzeit Zinssätze von 70 Groschen der Tag etwa. 250 ist Maximum. Das ist natürlich gut. Schreitet wohl und vergesst nicht, bei Silrin und Freunde ist euer Geld Monat sicher. Warten, habe ich mir das Haus erzinst. Glaubt mir. Das ist natürlich gut. Sichere Tour, genau. Bücher. Da brauche ich nur eins, den dabei kann ich verkaufen. Was ist das? Habe ich sowas? Nee, meine ich ja wohl. Gerade, hä? So, ich will jetzt gerade so, ich warte auf von was schalten. Jetzt ist richtig. Seelensteine kann ich verkaufen eigentlich. Schlüssel behalte ich. Die Bücher kann ich verkaufen. Das alles behalte ich, ist ja auch sinnvoller. Ja, hier sind Zutaten kann ich hier reinmachen. Stimmt, genau.
So, speichern. Der kann nicht Bücher verkaufen. Schreitet ne? wohl. Aber immer doch. Ja. Perfekt. Der kann ich ja fast alles verkaufen anscheinend. Schreitet. Oh. Okay, ich sehe gerade, ich bin. Das muss ja gar nicht so gut gekleidet sein. Malfa, aber immer doch. So, edle Schuhe. Und schon habe ich wieder 290 Burschen. Das geht fix hier, das geht fix. So, traut sich sein Glück allein? Nein. Teile und herrsche. Den Schlüssel zum Banktresor der Fuchsmann zum Billard bringen. Klingt der Händler Milbert hat mich. Nehmen wir kostenlos einen Nebuchadnezzar um Hilfe. Wissensdurstig nach magischen. Ja, das mache ich, aber in der nächsten Folge. Ich guck mal gerade. Wie das hier ist, habe ich noch Lehrbücher? Nein. Also ich habe doch. Wo ist denn mein. Wie ging das denn nochmal? Was wollte ich nicht? Nein. Äpfel, Orangen, nur das Beste aus einem. OP. Ich bin gerade am überlegen, wie war das denn nochmal, H. Okay, genau. So, Erinnerungspunkte waren Talente, Handwerkspunkte sind, ja, handwerkliche Fähigkeiten und Lernpunkte sind dann die anderen. Ja. Schlossknacken ist Handwerk, bräuchte ich vier Dinge. Schreitet wohl. So, aber immer doch. Die hatte ja Bücher, ne? Wenn ich es richtig verstehe. Nein, die hatte Zauber. Schreitet hatte wohl. Mein Banker hatte die Bücher, ne? Oder? Irgendjemand hier hatte Bücher. Ich glaube, es war der Banker. Tag. Hallo. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Natürlich. Genau, der hat ja nicht nur Häuser, sondern auch die Dinger verbraucht. Experten. So, ich bin auf Stufe 30 schon. Das heißt, ich muss entsprechend Gesellenbücher kaufen. Ich kann 4 Stück nur kaufen. Kann ich mir auch leisten, das ist gut. Verbrauchsgegenstände. Ach schon. Oh! Ich hatte noch welche. Okay. Ups. Naja, gut. Naja, aber ich mache jetzt einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Und tschüss.